Wir können ja jetzt schon spielen. Ist ja nur das Blöde, dass Alter. ohne mich ja nichts geht. Also ich bin spätestens zum nächsten Tag, bin Huch. ich da. Ich mach mir ein Tee. Ich Top probiere heute Tipp. mal mit Maus und Tastatur zu spielen. Mal sehen, was das wird. Okay, ich hab Felix schon komplett auf laut. Ja, ich habe ihn auch auf Hallo! 200%. Muss ich dich leiser machen? Rico hat auch schon Kuscheltiere verschenkt hier, Sarah im Chat. Genau, gute Freundinnen schenken ihren Partnern nämlich Kuscheltiere. So, So, ich bin, wie gesagt, ich bin nochmal weg. Ich komme später nochmal. wir haben im Also Bette gleich schon, in 5 Minuten. wir haben im Bette Mach schon das. ein Teddy vom Heidepark, drei Robben, unterschiedliche Größe. Ja, aber die sind ja deiner Freundin, oder? Und nicht dir, oder? Die sind uns. Ja, es ging ja aber darum, wirklich jemand anderem was zu schenken. Ja, na, aber wo soll ich den ganzen Kuscheltiere hinhauen? Auf dem Schrank sammeln. Moment, was? Leben vom Land? Ein paar Leute neben vorbeifahrenden Zügen warten, um herausfallende Dinge aufzusammeln. Ach so, ja, das ist der Zugtipp. Wahrsager sagt, Geister fühlen sich heute neutral bei mir und Wetterbericht. Ganzen Tag sonnig und klar. Hallo, mein Schatz. Hey, ich habe nur gerade überlegt, was ich heute tun soll. Ich bin nicht gewöhnt, so viel Freizeit zu haben. Erstmal einen Kuss geben. Stimmt, hätte ich Fische reingetan. Kussi ist immer wichtig. Essen? Was ist mit Essen? Kussi ist immer wichtig, habe ich gesagt. Nee, aber hier im Chat wurde gerade Essen So. Ausrufezeichen geschrieben und ich so, hä? Essen? Hab ich irgendwas verpasst? Ja. Hast Anscheinend du. habe ich irgendwas verpasst. Moment. Das da rein. Habe ich noch so ein Müllding? Nee, habe ich nicht. Beiden produzieren da oben. So, pack mal das da rein und das da rein. Das Zeug hier drüben vertrocknet? Kann das sein? Ah, Wir wir haben haben den ja. ersten des neuen Monats. Ach so, okay. Was soll ich mit den Kuscheltieren machen? Essen? Nee, Kuscheltiere kann man doch nicht essen. Ach Mensch, Sarah. Also wenn du deine Kuscheltiere isst, dann ist mir vielleicht klar, warum es deinem Bauch geht, wie es ihm geht. Vielleicht musst du da deine Diät umstellen, würde ich da behaupten. Haufen Bienen, die man es richtig laut hört. Wir haben zwei Bienendingens. Aber es ist halt Sommer, Ja, oder? nee, oh. Ah, die hört man richtig laut. Ich habe das jetzt umgestellt, dass das hier ein bisschen. Stimmt, das ist wirklich ziemlich laut. So, verkaufen noch ein bisschen Fisch, würde ich sagen, oder? Ja. Ich habe nämlich noch vom letzten Jahr ein bisschen Fisch. Zack, 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 zack. Den Kram brauche ich alles nicht. Was ist hier? Ben, dreh den Brief für Anweisung zu einer super gesunden Mahlzeit um. Du wirst dich richtig energiegeladen fühlen. Man sieht sich, Emily. Neues Kochrezept, Salat. Solange ich auf Kortison bin, esse ich alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Also, solange du es nicht vernaschst. Was? Ja, Artefakte kommen dahin. Jetzt müssen wir erst wieder düngen, den ganzen Kram. Also wir haben erstmal das noch. Haben wir noch Dünger so direkt selber? Ich glaube nicht mehr. Na, ich glaube auch nicht. Dich brauchen wir nicht. Tatsächlich. Weil ihr müsstet das ja am Rand eigentlich schon genug erledigen. Keine Ahnung. Stehe ich dich dahin? So. Jetzt ist Summen auf immer weg. Weil die Musik anfängt. So. Dich stehe ich, wenn dann auch hier hin. Und ich stehe viel zu nah dran. Haben wir ein bisschen Platz. So. Ach Sarah, du weißt doch, wie ich es meine. Nämlich genauso, wie ich es gesagt habe. So. Das muss ich hier herstellen. Dünger.
So, 200 Dinger, Dünger müssen erstmal ein Stück weit reichen. Ja, sollte. Du kannst ja auch noch schnell Samen holen gehen. Wir haben glaube ich noch Samen tatsächlich. Echt? Ich kann auch noch neue Samen holen. Weil jetzt ist es um 2 und wir haben 23.000. Sollte eine Weile reichen. Nee. Was ist denn da, da brauche ich davon? Ich holz gerade hier ein bisschen drüben ab, damit wir ein bisschen Holz mal kriegen. Holz mal. Da musst du auf Blubber, bei dem Blubbergeräusch, welches. Achso. Das Blubbergeräusch. Das war doch gar nicht so ein Wasserplätschergeräusch, das war doch was ganz anderes. Das war doch ein Herstellgeräusch. Hier ist noch ein bisschen mehr Wassergeräusch. Ich muss nur ein bisschen nachgießen halt. Dann gehe ich nochmal schnell Zeug holen, bevor der zumacht. Kriege ich eigentlich jetzt Rabatt, weil ich seine Tochter geheiratet habe? Nee. Boah, das Familienrabatt könnte aber schon mal geben. Das ist jetzt aber fies. Ich habe nämlich die Tochter des Doofhändlers geheiratet. Da kann er schon mal irgendwie ein bisschen was rausrücken hier. Ups, das war das Falsche. Also sollte man sich am besten eine Frau suchen, die einen Autohändler als Papa hat. Wenn du gerne Autos kaufen willst, ja. So, soll ich ja von jedem wieder ein bisschen was machen? Von jedem. Oh, Rotkohl ist neu, den brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, Mais hat man tatsächlich genug Saat. Bei Mais nehme ich mal weniger mit. Sommerschmucksaat. Mohnsaat. Gab es nicht irgendjemanden, der Mohn mag? Hm? Gab es nicht irgendjemanden, der Mohn liebt? Weiß ich nicht. Dachte ich. Mohn? Ja. Die Mohnblume. Achso, müsste ich gucken. Weiß ich jetzt nicht so. Geld alle, für Tomaten und Melonen hat es nicht gereicht. Ich glaube, Tomaten ist aber auch neu. Oder bin ich gerade blöd? Ja, ich glaube. Da musst du gleich noch mehr zahlen. Wieso muss ich denn mehr zahlen, wenn ich da zur Familie gehöre? Das ist doch Quatsch. Also, Sarah, wenn du so dein Geschäft aufbaust und deine Familie entwickelst, ey. Da werden deine Töchter schwer haben, gute Männer zu finden. Sie ist schon da. Ich bin schon da. Total pünktlich und so. Weil wir hatten ja bestimmt um 20 Uhr ausgemacht. Ja. Ja, wir haben eine Flasche Pommes bitte. Ich bin zu früh. Hallo Nio. Ich muss wirklich nochmal gehen. Nio hat auch ein neues Headset. Das ist, glaube ich, im Hintergrund, könnte es sein. Ja. Ich habe meinen Stream im Hintergrund offen, mein eigenes. Schöne Grüße. Wie gesagt, der hat auch ein neues Headset. Was? Nio hat ein neues Headset, hat er mir heute präsentiert quasi. Oh. Alles Neue macht Weihnachten. Ich dachte, alles Neue macht am Mai, hieß das. Ich hab gar nicht gekriegt. Bitte übrigens kein Heu mehr abschlagen, abbauen, wie auch immer. Warum? Das, was ich stehen gelassen habe, das soll stehen bleiben, damit sie es wieder vermehrt. So. Sonst müssen wir Heu extra dazu kaufen, damit man es wieder pflanzen könnte. Ich mache immer nur, wenn ich sehr viel auf einem Haufen in einer größeren Menge sehe. Dann schlage ich daraus ab. Kann ich mal alles neu machen? Ja, aber wir haben. Wir können nicht so viele gute Sprinkler machen. Ups. Habt ihr denn schon Samen gekauft? Ich war jetzt nicht da. Ich ja. Hab gerade schon Samen gekauft. Guck mal rechts oben. Mhm. Oh, schön. Da hast du gar nicht geguckt. Kannst noch ein bisschen
gießen, wenn du möchtest. Ich bin noch gar nicht richtig wach und ich Wie viel Versand hatte die? 5 Euro Versand. Also das war nur so eine Versandpauschale. Ich glaube, wenn ich mehr bezahlt, hätte ich immer noch 5 Euro bezahlt. Tatsächlich. Also das hat 20 Euro so gekostet und 5 Euro nochmal Versand. Deswegen ging es eigentlich. Ich hatte nur nichts, was ich sonst wirklich haben wollte. Die anderen Viecher sahen nicht so süß aus wie das Irf-Knuddelfiech. Aus Versehen den Sprinkler hier eingesammelt, ey. Hab ich auch gerade schon gemacht. Huch, nee, ich möchte Lumi nicht die Sachen geben. Ja. Yeah. Ich schlaf noch halb, aber ich arbeite brav mit. Wie ein Roboter, wie ein richtig guter Roboter. So fühlt sich das gerade irgendwie an. Das ist so, wie so die ersten drei Schulstunden. Aber Schulstunden fangen doch heutzutage nicht mehr um 7.30 Uhr an. Doch. Also bei uns fangen die frühestens 8.15 Uhr an. Na, da habt ihr eine relativ vernünftige Schule, aber in Hessen ist das nicht so. Das wurde ja aber dort auch so gemacht, damit das nicht mit dem Gummi zusammenfällt. Du musst das Nami-Shirt bestellen. Hä, wieso? Das Gymnasium fängt doch 8.15 Uhr an. Ja, nee, aber damit das nicht mit den Studenten zusammenfällt, weil bei uns ja die Linie in sich immer so voll war. Deswegen haben die das ja angeglichen. Ich war immer froh, dass ich überhaupt noch reingekommen bin. Naja, und bei uns haben sie es angeglichen, sodass frühestens nicht so ein Gedränge ist in den Bussen. Ist ja nett. Ja. Ich wusste nicht, ob das eine Pflanze war. Nee, war es nicht. Warum sollen jetzt hier eine Pflanze sein? Es gibt keine, die von Frühling in den Sommer wachsen. Ah, Entschuldigung. Wieso weißt du sowas nicht, du Wikipedia-Nachleser? Digitale Demenz hast du. Ich selber in den Garten gehe und mich betätige. Hey, du warst aber früher viel selber im Garten, tatsächlich. Ich oder du? Du? Ich bin kein Realgartenmensch. Ja, höchstens bei meinen. Boah, höchstens bei meinen Eltern. Ja, meine ich auch. Ja. Garten mag ich tatsächlich. Aber ich bin jemand, der das Gießen ständig vergisst. Von daher, weil man darf mir keine Zimmerpflanzen schenken. Gießen ist alles klar, müssen also du mir erstmal. Das gönnst du dir im Januar, das Nami-T-Shirt. Ah, da habe ich ja jetzt, ups, das war jetzt zu früh. Da habe ich ja jetzt wieder was auf meiner Liste. Rico, du weißt, du darfst mir sowas nicht verraten. Das Ding geht mir jetzt auf den Keks. Das kommt jetzt hier rüber, damit wir das hier nutzen können, den Platz. Hast du ein bisschen Qualitätsdünger gebaut mit den Fischen, die wir noch haben, oder nur den normalen? Was für ein Qualitätsdünger? Mit Fisch und kein Qualitätsdünger. Ich sag nichts. Da ist mal einmal nicht da, ne? Dann Qualitätsdünger ist deine Ding. So zwei, drei hättest du ja machen können. Viel mehr Fisch hätten wir eh nicht gehabt. Hey, gut, dass ich vorhin irgendwie 12 Fisch verkauft habe. Die aus der Truhe von der Herstellung? Nein, nein. Die neu geangelt, die ich noch im Inventar hatte. Ist ja nicht so, dass der Qualitätsdünger dann die gesamte Saison hält. Dass man dann der normale Dünger hält auch die gesamte Saison. Es ist 0.50 Uhr. Einmal. Wehe. Ah, Rico, nach deinem letzten Wehe habe ich irgendwie keine Angst mehr vor deinem Wehe. Ist übrigens 1 Uhr, genau. Da kam ja schon mal ein Wehe und das Wehe hat auch nichts gemacht. So, ich gehe jetzt schlafen mit meinem Schatzi. Tschüss. Macht's gut. Das stimmt, ich bin jetzt noch so eine Bitch auf den Ruf. Lumi, du bist die Letzte. Ja, ich weiß. Ja, später aufgestellt, kann ich auch länger wach bleiben. Später aufgestellt, dann kann ich länger wach bleiben. Ich wollte die Eier noch fertig machen, dann ist sie morgen bewässert. Und eingeschlafen. Der ist so süß. Der hat so süße Ärmchen. Vielleicht schaffe ich es nicht mehr ins Bett. Ja, ich schaffe es ja ins Bett. Aber ich bin immerhin zu Hause, das ist die Hauptsache. Ja. Das stimmt. Also deswegen jetzt ein Wehe. Ich sag mal so, wenn das Wehe immer nur länger wird, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Dann kann ich damit leben. Ja, Fisch hat er verkauft. Wenn da irgendjemand Wehe steht, dann habe ich, glaube ich, kein Problem damit. So. So. Hey Ben, du gehst in die Wildnis, ich hab dir das besorgt. Benutzt das fast, wenn eine heikle Lage kommt, das kann dich beschützen. Und was?
Sie hat mir nichts gegeben. Ach doch, die Kirschbombe hat sie mir gegeben. Was da? Sie hat dir Liebe gegeben, ja? Soll dich beschützen. Sie hat mir eine Kirschbombe gegeben. Explosive Beziehung. Meine Geister sind heute gut drauf. Und morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Dummi, ich habe übrigens heute vorhin deinen Part übernommen. Hä? Tiere. Ach so, die gibt's ja auch noch. Scheiße. Ah, die gibt's ja auch noch. Ja, okay, mach erst die Tiere. Ist okay. Krieg ich jetzt eigentlich das Bier von dir? Das was? Bier. Ja, du bist aber gestorben. Ach so. Ja, aber nee, es ging aber nicht um Sterben. Es ging ums Schwert. Das war ja nur ein Spaß. Ich hab das Schwert nicht verloren. Ja. War ja auch nur ein Spaß. Du musst mir aber noch dein Postfach oder so zukommen lassen. Ich hab jetzt ein Postfach. Also nein, eigentlich noch nicht. Ich hab noch die TAN-Nummer hab ich. Hey, du meinst nicht Postfach, sondern Paketstation, oder? Ja, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, du hast doch kein Postfach dir gekauft. Du hast noch kein Geld von den Malediven bekommen. Kann man an Postfächer überweisen? Müssen wir unsere Kaninchen bald mal Gras pflanzen, wenn das so weitergeht. Mhm. Kaninchen futtern halt viel Gras. Mhm. Schlimmer als die Kühe. Aber Kühe haben wir halt auch weniger, ne? So, nehmen wir das mal und packen das hier hin. Ach, wir haben sogar schon Entenmayo. Moment, du bist mir wieder im Weg. Entenmayo. Das neue Headset ist so geil. Also jetzt regt ihr euch den kompletten Frühling darüber auf, dass ich den Weg verbaue und was macht Ben da? Den Weg verbauen? Ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Aber ich habe jetzt nicht den Weg da oben verbaut, ja? Wo man ständig hinten drüber läuft. Es ist entscheidend, ja, wo der verbaut ist. Hallöchen, Ochi. Guten Morgen, lieber Weihnachten. Was, lieber Weihnachten? Wie lieber war Weihnachten? Ach so. Wir haben es jetzt alle überlebt, es ist endlich vorbei. Meinst du, es ist vorbei? Na, für dieses Jahr gibt es kein Weihnachten mehr. Sind dir sicher? Hoffentlich. Vielleicht schenkt dir noch jemand was, dann ist Weihnachten noch nicht vorbei. Schenken hat nichts mit Weihnachten zu tun. Wenn dabei steht, fröhliche Weihnachten schon. Boah, das kann man mir aber auch im August schenken. Ja, aber dann ist im August Weihnachten für dich. Ja, Uchi wünscht auch noch schöne Weihnachten. Ist denn nichts vorbei? Wer hat hier bitte seine Schattenessenz da reingehauen? Im Zweifel du selbst. Nee. Nein, Ben. Was denn? Du musst irgendwie noch aufs Feld kommen. Ich muss noch ein paar Pflanzen mehr. Ich pflanze die jetzt nicht weiter am Dingens. Da, weil da kommst du eh nicht aufs Feld. So. Da. Der nervt mich. Mal eigentlich noch einen Sprinkler hinsetzen, wenn da drin. Ja, deswegen, ja. Deswegen nervt mich das ja dort. Ich habe aber gerade keinen dabei. Ich baue halt noch einen. Moment mal, der muss doch auch. Dahin. Ja. Ups. So. Da kommt das letzte Dingens hin. Ich habe keine Saat mehr. Jetzt sollten wir noch welche kaufen gehen. Ich bin schon auf dem Weg. Ich habe eh noch nicht alles gekauft. Warum? Gehabt. Der Wein ist fertig. Bin, dreh den Brief für Anweisung. Oh, ich habe jetzt rote Platte. Ich habe nochmal ein Rezept bekommen, ey Mensch. Ich kriege ja ein Rezept an dem anderen gerade geschickt. Cool, ich habe gerade eine Geode im Öl gefunden. Aua, und deswegen gleich ins Krankenhaus, krass. Ich habe öfter mal eine Mikroentzündung, aber mit Antibiotika und Schmerzmittel geht das eigentlich ganz gut. Ja, aber Antibiotika hast du ja normalerweise nicht zu Hause. Ja, die meisten Leute. Ja nicht gleich. Also okay, Notaufnahme ist eher immer im Krankenhaus, ne? Ja. Also bei mir ist Notaufnahme zumindest nur im Krankenhaus. Oh, hier ist mein ganzes Mitleid. Ohrenschmerzen sind... Cool, ich habe noch ein Kristallarium bekommen. Zahnschmerzen, glaube ich, das Schlimmste. Vielleicht sogar noch schlimmer als Zahnschmerzen. Cool.
Nehmen wir noch Tomatensaat hier. Tomatensaat, go go. Geht's jetzt wieder? Mit deinen Öhrchen? Ich glaube, ich muss Lumi auch lauter stellen. Oder Lumi ist ein bisschen weit weg von ihrem Mikrofon. Eins von beiden. Lumi schläft noch so halb. Ah, ich habe mein Mikrofon umgedreht. Jetzt müsste ich besser sein, oder? Ja. Oh ja. Das könnte auch das Problem letztens gewesen sein, weil du hast dich, glaube ich, ziemlich genauso angehört wie letztens in der Aufnahme. Okay. Ja, mir ist es vor kurzem, als ich Geschenkpapier in der Schublade gesucht habe, ist es mir runtergefallen und dann habe ich es wieder aufgestellt. Aber vielleicht habe ich es falsch schon aufgestellt, das kann sein. Frauen und Technik. Ach, Lumi. Was hat denn mit Technik nichts zu tun, wenn du ein Mikrofon falsch rum hinstellst? Stimmt, Lumi und Technik. Verpeilt ist das jetzt, Mann, ey. Ich will hier nicht alle Frauen über einen Kamm scheren. Aber alle Lumis, ja. Ich kenne nur eine Lumi. Von daher kann ich da... Bist du 100% repräsentativ für mich? Wohl. Ich kenne leider unglaublich viele Bens. Tja, das kannst du uns so nicht alle über einen Kamm scheren. Ben ist aber auch eine Abkürzung bei dir, gell? Ja, Benjamin ist mein voller Name, ja. Ja, ich kenne 10.000 Benjamin. Und lustigerweise eine Zweitname Felix. Ach ja. Mein Problem ist bei dir, dass sich der Zweitname Zocker Ben noch nicht so ganz etabliert hat in meinem Freundeskreis und die sind dann immer ein bisschen irritiert, wenn ich von Ben spreche. hier oben ist auch noch Platz für Sam. Und ich hoffe, dass das Gehör wiederkommt, Ochi. Ich drück dir den Daumen. Erdbeerwein. Oh, und die Katze mag mich auch noch. Wir machen Erdbeerwein. Die anderen haben so Namen wie Psycho Benny. Und dann gibt's noch Drogi-Knasti. Gibt Sachen, da möchte ich die Erklärung gar nicht wissen. Zocker bin ich gut dran. Du kennst die Erklärung. Ich habe dir die Storys, glaube ich, alle erzählt. Ich habe sie vielleicht wieder verdrängt. Wir kennen uns schon lange genug. Du hast mir ganz viel erzählt, aber das habe ich mir trotzdem nicht alles gemerkt. So hörst du mir zu. So und nicht anders, ja. Mhm. Mann, Hino, seit eineinhalb Jahren, laufe ich bei dem vorbei und schenke ihm regelmäßig Essen und Diamanten. Und der ist immer noch obdachlos und fragt mich, ob ich hier bin, um mich über ihn lustig zu machen. Also ich meine... Du magst ihn wohl nicht, er merkt dich wohl nicht genug. Was ist denn mit den Leuten kaputt? Das spiegelt unsere Gesellschaft perfekt wider. Du schenkst den Leuten Diamanten und sie bleiben obdachlos und beschweren sich über dich. Ja, eindeutig. Das ist unsere Gesellschaft. Ich kann den Bäumen wackeln. Ja. Das wusste ich gar nicht, dass ich den Bäumen wackeln kann. Ich habe eine Sequenz mit meinem Schatz. Oh. Oh, da wird die Lumi wieder wach. Fällt mir ein, da muss ich mein Multi-Ding wieder aktivieren hier. Moment. Sam und ich wollten gerade Chroniken von Solarion, das Spiel, spielen. Warum machst du nicht mit? Mit drei Spielern wäre es sowieso besser. Oh mein Gott, ein Nerd. Gut, dass ich mir das mag. Kann sagen. Okay, los geht's. Ich ziehe die Szenario-Karte. Unser heutiger Auftrag führt uns in den Turm des Totenbeschwörers, wo wir den Solariumstab, den Klauen des Schreckenslords Xarf entreißen müssen. Ups, das wollte ich gar nicht. Cool. Lumida, bist du bereit, deinen Charakter auszuwählen? Wähle deinen Charakter. Krieger, ich mag den direkten Angriff. Heiler, ich bevorzuge es, anderen zu helfen. Zauberer, ein klarer Verstand ist die schärfste Klinge von allen. Na, was ist jetzt dein? Jetzt bin ich gespannt, was du denkst. Boah, das Ding ist ja, du hast doch mit mir auch schon, was war das, Shadowrun haben wir ja schon gespielt. Ja. Ich mag das in so Spielen, Charaktere zu spielen, die ich nicht bin. Ja, deswegen sind es Zauberer, oder? Nein, du Idiot. Deswegen nehme ich den Krieger. In der Tat, denn ich schaffe es nicht genug, diese unterschwellige Beleidigung mitzukriegen. Was? Trotz Müdigkeit. Hab überhaupt niemanden beleidigt. Nur gesagt, wie es ist. Ja. Gute Wahl. Krieger ist vermutlich am einfachsten für einen Anfänger. Ich nehme dann den Zauberer. Dann bleibt für mich wohl nur noch der Heiler. Lasst uns anfangen. Jetzt kommt eine Rollenspielsequenz. Wie schön. Ich habe ein gutes Kleidchen an. Mit Festbinden oder ohne? Der König hat dir und deine Gefährten aufgetragen, den Solarion-Stab zurückzubringen. Eine Aufgabe, die euch bei eurem Abschluss einen Platz in der Halle der Legenden und eine gewaltige Menge Gold und Silber sieht.
Nach einem langen Monat der Reise durch unerbittliche Lande steht ihr gemeinsam auf einem Felshang und seht, wie sich euer Ziel in der Ferne abzeichnet. Dort, hinter einer monderleuchteten Ebene, liegt der Turm des Totenbeschwörers, in dem Schreckenslord Xars die Kräfte des Solarion-Stabs für seine bösen Machenschaften missbraucht. Der Turm liegt vor euch. Oh mein Gott, ich kann das Rollenspiel machen. Vorne betreten, den Mutigen gehört die Welt. Nach einem Hintereingang suchen, lasst uns versteckt bleiben. Lumi, du musst dran denken, ne? Es ist 20.50 Uhr. Ich werde das nicht mehr schaffen. Wir sind immer bei den Sequenzen im Multiplayer, so schaffst du es nicht. Wir gucken nach einem Hintereingang. Lumi mag nämlich Hintereingänge. Nachdem ihr euch ein wenig um das irritiert habt, mich auf so vielen Ebenen. Findet ihr eine Falltür versteckt im Gebüsch. Darunter ist eine Leiter, die eure Gruppe herunterklettert. Ich habe gerade Kugel verstanden, das war noch irritierender. Ihr findet euch in einem kanalisationsartigen Korridor wieder. Zu eurer Linken leuchtet ein Gang in einem merkwürdigen grünen Licht. Zu eurer Rechten ist eine Treppe, die nach oben in die Dunkelheit führt. Okay, nach rechts oben müssen wir, aber ich gucke mir bei Rollenspielen immer das an, wo ich nicht hin muss. Also betreten wir den Gang zu den Linken. Wie weit du vom Daheim entfernt? Weil wir haben jetzt 22. Ihr seid in einem Raum. Zu eurer Linken ist eine Leiter. Zu eurer Rechten schweben drei Gefangene in seltsam leuchtenden Kapseln. Sie scheinen sich in einer Art Transformationsprozess zu befinden. Könnte dies ein krankes Experiment des Schreckenslords sein? Was macht ihr? Oh, so schnell wie möglich gehen oder die Kapseln zerstören? Immer kaputt machen, was komisch aussieht. Immer kaputt machen. Ja, machen wir die mal kaputt hier. Ich mach bei Divinity alles kaputt. Kommen Zombies raus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das passiert was. Nachdem ihr diese armen Seelen von ihrem Leiden erlöst habt, klettern du und deine Gefährten die Leiter hinab. Sag ja, immer kaputt machen, was komisch aussieht. Am Ende des Gangs an einer Tür an. Die Zeit ist gekommen, sich dem Schreckenslord Xarf zu stellen. Eindringlinge, wie könnt ihr es wagen, meine privaten Kammern zu betreten? Ah, ihr seid also wegen des Solarion-Stabs hier. Haha, Nachen, ihr werdet euch gut in meiner Skelettarmee machen. Schreckenslord Xar flüstert eine Beschwörung. Was machst du? Vorstellen, dein Schwert schwingen, dein Schild benutzen, um deine Freunde zu schützen. Oh. Ja, beschützen oder angreifen? Wahrscheinlich ist Beschützen an der Stelle klüger, auch wenn ich es irgendwie seltsam finde, mit einem Schild einen Zauberspruch abzuwehren, aber das Spiel wird schon wissen, was es anbietet. Wäre mir nicht so sicher, du kannst im Pen and Paper alles machen, ob es sinnvoll ist, entscheidet der Spielleiter. Zaubert Schattenblitze auf Sebastian, aber du hebst dein Schild gerade rechtzeitig, um den Angriff abzuwehren. Ja, weil du die Sicht unterbrichst, deswegen macht ein Schild Sinn. Mhm. Während Xav einen weiteren Zauber vorbereitet, stürmst du los und schlägst ihm dein Schwert nieder. Stopp. Der Solarion-Stab leuchtet friedlich, als du ihn hochhältst. Die Ordnung in der Welt wurde wiederhergestellt. Du hast es geschafft, wupp wupp. Was, du hast das Szenario mit einer Bewertung von B abgeschlossen? Geht wohl besser. Hey, nicht schlecht. Ich habe beim ersten Mal sicher 3 oder 4 Versuche gebraucht, bis ich mein erstes Szenario gewonnen habe. Hm, das ist glücklich, Silumi. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Man sieht sich. Und jetzt überlasst ihr mich meiner Ohnmacht, oder wie viel Uhr haben wir denn? 21. Bald. 30 jetzt? Naja, das schaffe ich nicht mehr. Ich guck mal so aber nach Hause. Lumi, welchen Hintereingang von mir magst du nochmal? Was? Das muss ich jetzt nochmal klären. Welchen Hintereingang von mir magst du? Das hat mich irritiert. Das sollte dich auch irritieren. Ja, aber jetzt musst du es erklären. Und, na, wenigstens können sie uns Geld abziehen bei 16 Credits. Wir kaufen doch Sachen, oder nicht? Lass doch mal ein bisschen deine Fantasie spielen. Warum ist Felix in meinem Bett? Weil er dein Hintereingang ist. Ohnmächtig ankomme, ja. Ja. So viel zu, sie können uns kein Geld abziehen. Hä, wo haben sie uns denn Geld abgezogen? Ja, weil ich gerade, sie können uns kein Geld abziehen bei 16 Gold. Ach so, ja. Oh. Aber, ja. Aber guck mal, was ich habe nämlich dafür mal. Hatte ich voll die romantische Sequenz, ja, mit meinem Sebastian-Liebling. Tatsächlich ist das, finde ich, das auch ziemlich, ich würde nicht sagen romantisch, aber cool, wenn man mit seiner Freundin Pen and Paper spielen kann.